Man sieht, wir haben jetzt 5 Stühle und wir brauchen eigentlich nur 4. Nein. Nee, wir brauchen eigentlich 3. Aber ich setze mich jetzt mal dazu, weil ich hab noch eine kleine Überraschung. Na, wir haben doch jetzt. Aber setz dich erstmal hin. Gut, Herr Grote kommt dann gleich. Wir können schon mal anfangen. Aber du solltest eigentlich von mir. Leon, du solltest vielleicht warten, bis die Kameraleute auch fertig sind. Aber die sind auch nicht da. Ach so. Ich denke, ich will mal schnell sein. Ich will die Kameraleute mal ein bisschen. Nicht? Und dann solltest du warten, bis der Trailer gespielt ist. Auch noch. Siehst du, ich sitze normalerweise nicht hier vorne. Das ist mein Problem. Wobei. Ja. Lass mich eins sagen. Den einen Stuhl hätten wir einsparen können. Es ist herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Essentials TV. Heute etwas ungewöhnlich. Leon Vandenberg, der zweite Präsident des Alster Business Clubs, ist mit zugegen und möchte uns etwas mitteilen. Ja gut, normalerweise, wir haben ja vorhin ein paar Zettel verteilt mit Fragen. Ja, da jetzt, ist die Kamera. Da ist die Kamera, schön. Wir haben ein paar Zettel verteilt, damit die Zuschauer hier ein paar Fragen stellen können. Das ist heute aber nicht der Fall. Herr Karlsdorf freut sich immer über die Fragen, aber er kriegt sie heute Abend nicht. April, sagen wir dann. Wir haben ein anderes Programm, wir haben was anderes vor. Das weißt du nicht, du bist der Einzige, glaube ich, die es nicht weiß. Wir aber. Also ich gebe jetzt erstmal das Mikrofon an Frau Hartwig. Da fange ich mal an. Und danach werden wir weitersehen. Frau Hartwig. Möchten Sie sich auf den Platz... Nehmen Sie, Frau Hartwig, stellt sich am Pult. Nicht gleich einmischen. Das gut. Was kommt jetzt? Es kommt ein spontanes Grußwort, lieber Jens Karlsdorf. Heute gibt es eine geheime magische Zahl, die heißt 50. Erstmal nachträglich alles Gute zum 50. Geburtstag. Und das ist ja aber nochmal so. Wir kennen dich und wir kennen Sie als jemand, der lautstark protestiert, der Dinge dringlich macht, der sehr fleißig ist in der Kommunikation, um uns alle hier zusammenzuholen, obwohl, glaube ich, so ziemlich alle hier so viele andere Themen haben. Und alleine das ist ja schon ein Zeichen für die Beharrlichkeit. Und wenn ich mir überlege, 50 sollst du sein, ich weiß es nicht, du siehst noch so frisch und munter aus. Also da können wir, glaube ich, noch eine Menge erwarten. Es ist heute aber auch der 50. Clubabend. Deswegen ja unter anderem auch ein etwas feierlicher Rahmen. Ich war persönlich auf die üblich gemütlichen Abende eingestellt. Und jetzt muss ich sagen, heute ist es auch ein gemütlicher Abend in einem festlichen Rahmen, höchst professionell. Und das finde ich schon eine gelungene Mischung. Viele von uns, Herr Jörkisch kennt das, Herr Grote kennt das. Wir haben das Vergnügen, bei so vielen Veranstaltungen sein zu dürfen. Aber diese spezielle Mischung, die ist wirklich einzigartig. Dafür möchte ich mich vielleicht auch stellvertretend mit allen hier auch bedanken, dass das diesem ABC-Club gelingt. Vielen Dank. Jetzt will ich es kurz halten und sagen, also ich wünsche dem Club, dir, euch allen noch weitere 50 Clubabende, 50 beschreibbare Erfolge, von der Norderstedt und natürlich auch der Kreis Segeberg profitieren sollen. Und jetzt hast du die Wahl zwischen 2 Geschenken. Ich nehme das dritte. Ich habe nur 2 mit, Also du kannst wählen zwischen einem Buch, wo mindestens 50 Bilder drin sind, oder ein 50-tägiges Praktikum bei mir, was von morgens anfängt und nachts endet. Ja, das ist jetzt die Zwischenruf. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, du nimmst das Buch, ne? Ich denke noch drüber nach. Oder wir nehmen die 0 weg, weil es ist immer gut, 0 wegzunehmen. Dann bleiben 5 volle Tage und Nächte Praktikum übrig. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hartwig. Und weil wir hier so viel Prominenz haben, Jens, würde ich sagen, wir können das Wort noch an andere geben. Ich würde sagen, Herr Jorkis. Gerne. Ja, soll ich das auch? Ja, die dürfen das auch machen. So.
Ja, lieber Herr Karlsdorf, nachdem ich mich natürlich darüber gefreut habe, heute erneut wieder mit Ihnen hier interessante Themen rund um das Thema Wirtschaft oder interessante Dinge rund um das Thema Wirtschaft zu diskutieren, möchte ich Ihnen ganz herzlich nachträglich zu Ihrem runden 50. Geburtstag gratulieren und natürlich auch einen großen Glückwunsch an den Alster Business Clubs zur 50. gelungenen Veranstaltung. So nehme ich dies zumindest heute erneut wieder wahr. Wir beide haben uns nicht kennengelernt, indem wir zusammen aufgewachsen sind oder indem wir vielleicht auch gemeinsam die Schulbank gedrückt haben oder vielleicht gar als Jugendliche den ein oder anderen Streich ausgeübt haben. Nein, so haben wir uns nicht kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt eben damit, wo wir auch heute uns hier erneut wieder befassen, über die große Welt der Wirtschaft, die ja gar nicht so klein ist und man sich vielleicht gar nicht jeden Tag dort unbedingt begegnen muss. Man weiß, Sie sind ein kritischer Mahner und schauen genau, was passiert rund um dies eben genannte Thema. Und Sie waren zu einem Zeitpunkt X, der jetzt vielleicht auch einen kleinen Moment schon zurückliegt, kritisch im Bereich dessen, was leistet eigentlich eine Industrie- und Handelskammer für die Beiträge, die ich dort als Pflichtmitglied sozusagen abliefern muss, und waren ausgesprochen kritisch in Sachen zum Beispiel dieser eben genannten Pflichtmitgliedschaft. Und natürlich kennen wir sie alle. Solche Dinge behalten Sie natürlich nicht für sich, sondern die kommen in die Zeitung. Da, wo sie hingehören, um die Menschen zu sensibilisieren. Und mich haben Sie natürlich sensibilisiert. Ich habe das gelesen und habe gesagt, den Mann musst du anrufen. Das können wir nicht einfach mal so hier im Raum stehen lassen. Da sollte man vielleicht mal darüber sprechen. Ich habe Sie eingeladen zu einem Gespräch und ich fand das spannend. Und vor allen Dingen fand ich es ausgesprochen zielführend. Wir haben unterschiedliche Positionen miteinander ausgetauscht, aber haben engagiert und intensiv diskutiert. Ich glaube, Herr Vandenberg, Sie waren auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht, und haben doch auch Positionen des anderen aufgenommen. Ich habe auf jeden Fall welche aufgenommen und hatte deutlich den Eindruck, auch Sie haben einige von mir im Mindesten mitgenommen und vielleicht Ihre Bewertung auch ein wenig geändert. Schön war auch, wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Wir haben die ein oder andere Veranstaltung gemeinsam erlebt. Wir haben hier und da weiter miteinander diskutiert. Ich besuchte auch irgendwann dann diesen Club und haben, das will ich auch gerne in dieser Runde einmal sagen, auch einander schätzen gelernt, lieber Herr Karlsdorf. Das will ich hier gern bestätigen. Und Jakob Burckhardt, ein Historiker aus der Schweiz, hat einmal gesagt, nicht jede Zeit findet ihren großen Mann und nicht jede große Fähigkeit findet ihre Zeit. Ihre Fähigkeit, Menschen zueinander zu bringen, hat Ihre Zeit gefunden, hat den Alster Business Club gefunden, denn Sie haben ihn ja gemeinsam mit anderen erfunden, lieber Herr Karlsdorf. Und ich bin deutlich beeindruckt, und ich glaube, das geht hier anderen auch so im Raum, was Sie in dieser Phase Ihrer ehrenamtlichen Funktion, in der relativ kurzen Phase hier mittlerweile auf den Weg gebracht haben. Und allein dafür können wir Ihnen allen schon mal ganz herzlich Dankeschön sagen, was ich hier gerne tue, und dies auch durchaus im Namen der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, im Namen der Selbstverwaltung der Wirtschaft dieser Region. Herzlichen Dank für das, was Sie bisher hier geleistet haben. Der Alster Business Club, wir haben das alle festgestellt, hat sich längst etabliert, ist Netzwerk geworden hier in der Region im Bereich des wirtschaftlichen Kontextes und ist mittlerweile, und das erleben wir doch heute Abend schon wieder, auch Meinungsbildner geworden. Und das finde ich klasse und das finde ich gut. Und ich freue mich darüber, dass Sie natürlich in Ihrem Engagement weiterhin ungebremst sind und gesagt haben, mein Einfluss, das Alster Business Club, soll weitergehen. Ich bewerbe mich um ein Mandat in der Selbstverwaltung der Wirtschaft, im Parlament der Wirtschaft, in der Vollversammlung der IHK zu Lübeck und haben sich zur Wahl gestellt und sind gewählt worden als einer von 165 Kandidaten und 64 sind jetzt dann dabei.